Alles okay. Ich habe bereits mit der Verkehrszentrale der Lufthansa gesprochen. Dann haben wir also einen ruhigen Dienst. Hoffentlich. Man steckt nie drin. Alter Miesepeter. Ich will ja nicht sagen, aber das Wetter sieht nicht gerade gut aus. Möglicherweise haben wir einen Nebeleinbruch zu erwarten heute Nacht, und zwar genau hier bei uns. Dich darf man aber auch gar nichts fragen. Ich gehe mal zum Wetterfrosch persönlich. Tja. Das wäre im Großen und Ganzen die Wetterlage. Ja, macht keinen guten Eindruck. Wir werden sicherheitshalber unseren Ausweichplan 1 vorbereiten. Das hört sich ja an, als ob Sie Krieg führen wollten. So ungefähr. Wir hier in Frankfurt sind der Sternpunkt aller Nachtluftpostlinien. Na, alle Maschinen mit Post machen bei uns Station. Mit dem Ausweichplan 1 schicken wir alle Maschinen nach Düsseldorf. Kommen Sie denn mit der Nachtluftpost überhaupt auf Ihre Kosten? Das ist nur ein zusätzlicher Kundendienst, damit die Post überall am nächsten Morgen im Briefkasten ist. Naja, wie gesagt, es ist kein Grund zur Panik. Es muss keine Nebeleinbruch geben. Was ist denn mit Ihren Postwagen? Kommen die pünktlich? Oh, es sind keine Behinderungen gemeldet. Ab geht die Post. Mann, jeden Abend sagen Sie denselben Satz. Lassen Sie sich doch mal was Neues einfallen. Ihr könnt jetzt. Wo ist denn Herbert? Ja, dass ich noch nicht sehen lassen. Schön, dass ich das auch erfahre. Konnte denn keiner mal früher den Mund auftun? Herr Rune, da ist ein dringender Anruf für Sie vom Krankenhaus. Scheint sich um Herbert zu handeln. Na, ich komme, danke. Hallo, hier Post am Karlsruhe, Rune. Schwer? Na, Gott sei Dank, das geht ja noch. Wie ist denn der Unfall passiert? Tja, da haben Sie recht. Solche Sachen brauchten nicht zu passieren. Jetzt kriegen Sie es überall erzählt, im Rundfunk, im Fernsehen. Trotzdem gibt es immer noch diese verhinderten Rennfahrer. Wenn es nach mir ginge, bekämen Sie alle den Führerschein abgezogen. Ja, sagen Sie einen schönen Gruß an Herrn Herbert. Entschuldigen Sie, Herr Runde, was ist mit Herbert? Er ist angefahren worden, als er über den Zebrastreifen wollte. Beinbruch. Herbert war völlig unschuldig. Aber was nützt ihm das? Und uns? Sagen Sie, welche von den Fahrern haben heute Dienst frei? Ja, ich glaube Lehmann, aber ich weiß es nicht genau. Na gut, danke. Hier ist Ronne. Sagen Sie, Frau Lehmann, ist Ihr Sohn zu sprechen? Ja, das weiß ich, dass er seinen freien Tag hat, aber es ist sehr wichtig. Wo ist er? In der Turnhalle? Tut er was für seine schlanke Linie? Was sagen Sie? Freundschaftskampf gegen eine amerikanische Boxstaffel. Naja, ich werde sehen, was ich ausrichte. Er muss für Herberts einspringen. Sagen Sie, Frau Lehmann, können Sie mir die Telefonnummer von der Halle geben? Ja? Dankeschön. Schöne Freundschaft, wenn man sich gegenseitig zusammenschlägt. Ich muss unbedingt Lehmann sprechen. Ist mir doch ganz egal, ob er sich warm macht. Von mir aus können Sie ihn auch aus dem Ring zerren. Hauptsache, Sie holen ihn ans Telefon. Sagen Sie ihm, das Postamt will ihn sprechen. Gut, ich warte. Lehmann. Was? Ja, wie stellen Sie sich das denn vor, Herr Runne? Die Leute haben doch ihr Eintrittsgeld bezahlt. Ich kann doch hier nicht einfach abhauen. Außerdem werde ich für alle Zukunft gesperrt, wenn ich jetzt meine Kameraden im Stich lasse. Die glauben ja, ich wollte mich von meinem Kampf drücken.
Der Betrieb wird ja wohl mal einen Tag auf mich verzichten können. Lehmann, ich gehöre gewiss nicht zu den Wichtigtuern. Und ich gönne Ihnen auch Ihre blauen Augen, wenn Sie davon glücklich werden. Aber es hilft alles nichts. Sie müssen die Fahrt übernehmen. Ich habe sonst niemand mehr zur Verfügung. Städter und die anderen Fahrer haben ihre Touren schon hinter sich. Ich kann es nicht verantworten, dass Sie noch mal 2 Stunden nach Frankfurt und 2 Stunden wieder zurück auf Achse sind. Stellen Sie sich vor, es passiert ein Verkehrsunfall, weil Sie übermüdet sind. Ja, Sie können ja noch ein anderes Mal gewinnen. Also gut, Herr Runde, Sie haben mich überzeugt. Ich werde mich sofort fertig machen. Aber erklären Sie bitte unserem Trainer, warum ich hier kampflos 2 Punkte für unsere Mannschaft sausen lasse. Hoffentlich überzeugen Sie ihn auch. Achtung! Halle F! Halle F! Sofort Regler überprüfen! Halle F! Halle F! Warum höre ich nichts? Der Regler fällt aus. Wir können nichts machen. Irgendwo muss ein Leck sein. Ja, Herr Direktor, bitte können Sie sofort ins Werk kommen. Ja, es ist äußerst wichtig. Halle F! Halle F! Wir haben noch keine Ahnung, wo der Fehler liegt. Ich komme selbst. Der Defekt ist nicht zu finden. Wir haben jetzt Wichtigeres zu tun. Geben Sie mir Ihren Helm. Bringen Sie alles mit. Okay. Was ist denn passiert, Herr Hahn? Die Giftbrühe läuft ungefiltert in das Staubecken. Der Fehler liegt in der Halle F. Ist denn schon was in die Elbe geschwemmt worden? Nein, nein. Nein, ich habe den Abfluss noch rechtzeitig schließen können. Na Gott sei Dank. Die Giftstoffe dürfen auf keinen Fall in den Fluss gelangen. Das Trinkwasser für Hunderttausende kann dadurch verseucht werden. Die Fische würden sterben wie die Fliegen. Wir müssen versuchen, die Giftstoffe im Becken zu neutralisieren. Richtig, ja. Mehr werden wir im Augenblick nicht tun können. Ist das der Rest? Tja, leider. Der Rest von unserem Neutralisierungsmittel, mehr haben wir nicht. Sie sehen ja selbst, die Giftkonzentration ist immer noch viel zu hoch. Gegen 4 Uhr früh läuft das Staubecken über und dann... Ich mag gar nicht daran denken. Woher beziehen wir das Mittel? Es ist ein Spezialstoff, der nur von einer kleinen Fabrik bei Mannheim hergestellt wird. Und wie sollen wir das heute Nacht noch vom Rhein zur Elbe bringen? Das sind doch ein paar 100 Kilometer. Mit der Post vielleicht. Ach, wir machen doch keine Witze, Menschenskind. Wir müssen ein Flugzeug chartern. Ich mach doch keine Witze, bis wir ein Flugzeug gechartert haben. Darüber vergehen Stunden. Aber die Post verfügt über einen eingespielten Apparat. Und die Luftpost-Nachtmaschinen starten nach einem festen Plan. Also, wenn die das Neutralisierungsmittel übernehmen, ja, dann können wir es doch noch schaffen. Also gut, versuchen wir es. Luftpostleitstelle Frankfurt? Ja, Moment bitte. Heinz,
Düsseldorf am Apparat. Die wollen wissen, ob sie für uns einspringen sollen. Das möchte ich auch gerne wissen. Hallo, Düsseldorf. Im Augenblick kann ich Ihnen noch nichts sagen. Bereiten Sie alles vor. Vielleicht müssen wir Ihnen einen Teil der Flugzeuge schicken. Wir versuchen aber, so viele Maschinen wie möglich hier abzufertigen, aber der Nebel wird immer dichter. Wie steht's denn bei Ihnen mit dem Wetter? Auch nicht viel besser. Aha. Naja, wir melden uns wieder. Danke. Ende. Dankeschön. Verstehe ja, dass meine Frau sparen muss, aber am Kaffee brauchst du nicht gerade anzufangen. Bisschen übertrieben, was? Luftpostleitstelle Frankfurt-Winkler. Wer ist da? Ich habe Ihren Namen nicht verstehen können. Ja, jetzt. Treibstoffwerke Nord. Was kann ich für Sie tun? Ja, pass mal auf, du. Neutralisierungsmittel? Ich fürchte, das wird nicht gehen. Wir sind hier nur auf den Transport von Briefen und Karten eingerichtet. Wir können keine Pakete mit der Nachtpost transportieren. Ist leider nicht möglich. Natürlich habe ich kein Interesse an einer Katastrophe, aber wir sind schließlich unseren Kunden gegenüber verantwortlich. Wie schwer wäre denn die Ladung? Na schön, das ließe sich in diesem Fall vertreten. Das nehme ich auf meine Kappe. Aber ich muss Sie darauf aufmerksam machen, dass wir keine Garantie übernehmen können. Sie hätten sich einen anderen Tag aussuchen müssen. Nicht gerade, wenn hier Nebel ist. Gut, ich werde mein Bestes tun. Verständigen Sie bitte das Chemiewerk. Danke, auf Wiederhören. Die haben aber Glück. Der Bus von Karlsruhe übernimmt jetzt gerade in Mannheim die Post. Ich muss in 10 Minuten dort abfahren. Luftpostleitstelle Frankfurt-Winkler. Ist die Überlandpost von Karlsruhe noch bei Ihnen? Ja, gut. Sagen Sie bitte dem Fahrer, er möchte beim Chemiewerk Mannheim-Käfertal, Liebigstraße 4, 2 Pakete mit Chemikalien für Hamburg zuladen. Ich weiß, dass es nicht sein darf, aber hier geht es um Menschenleben. Die Pakete gehen mit auf meine Verantwortung. Sag mal, ich wollte dich fragen, ob du am Sonntag Lust hast. Frag mich am Sonntag, ich habe jetzt andere Sorgen. Was ist denn da los, sag mal? Da weißt du, wenn das Posträuber sind, dann werden die an uns keine Freude haben. Mit deinem Humor könntest du es beim Fernsehen weit bringen. Sie müssen etwas mitnehmen. Ja, ich weiß Bescheid. Wo ist das Zeug? Wird gerade abgepackt. Fahren Sie am besten in den Fabrikhof. Wie lange dauert's noch? Höchstens 5 Minuten. Kann ich mal telefonieren? Natürlich. Hier, bitte. Danke. Die Vorwählnummer wissen Sie, ja? Ja, danke. Ja, hier Lehmann. Sag mal, wie steht's denn? 8:6 für Rammstein. Das habe ich befürchtet. Die Neger haben immer schon gute Leichtgewichtler gehabt. Ja, natürlich könnte es noch schaffen, wenn der Willi richtig auftritt und Dampf dahinter setzt. Mein Gott, die Jungs sind doch auch zu schlagen. Ja. Ja, schade, dass ich nicht mitmachen kann. Ich hatte mich so prima auf den Neger eingestellt. Den hätte ich wirklich gerne geboxt.
So, hier sind die Sachen. Ich melde mich vielleicht nochmal. Da ist das Neutralisierungsmittel, das Sie mitnehmen sollen. Mhm. Und die Bezahlung? Regelt das Postamt morgen. Wir müssen los, sind schon 20 Minuten im Rückstand. Halten Sie mir die Daumen, dass ich die Maschine noch erreiche. Ab die Post! Ist der Bus aus Karlsruhe schon da? Noch nicht. In 10 Minuten müssen wir an die Lufthansa übergeben. Ja, ja. Na, wie sieht's aus? Die erste Postmaschine ist schon in unserem Bezirk. Reinkommen die Maschinen sicher noch, aber ob wir sie nachher wieder in die Luft bekommen, das kann ich Ihnen nicht sagen. Gerade heute kommt es auf jede Minute an. Ich weiß nicht mehr, wie wir diese Sinnflut stoppen sollen. Ich habe einen zweiten Reparaturtop angefordert. Aber der Defekt ist immer noch nicht gefunden worden. Wir haben noch 3 Stunden. Wenn bis dahin das Neutralisierungsmittel nicht eingetroffen ist, dann ist die Katastrophe nicht mehr zu verhindern. Wir könnten Tankwagen einsetzen. Na, was wird dadurch gewonnen? Na, Zeit. Nicht viel, aber immerhin. Ja, hier ist Autotelefon 77193502. Ich möchte bitte noch einmal Frankfurt 66984. Ja, danke. Ist dort die Luftpostleitstelle Frankfurt? Ja, hier nochmal Treibstoffwerke Nord. Ist das Mittel jetzt bei Ihnen? Immer noch nicht. Hören Sie, Sie müssen verstehen, um was es sich hier bei uns handelt. Ja, ich verlasse mich auf Sie. Lehmann, das war aber auf dem letzten Drücker. Der Chef sucht dich schon. Gut. Lehmann, haben Sie die Pakete vom Chemiewerk in Mannheim abgeholt? Ja, liegen vorne im Wagen. Ich gebe sie Ihnen. Hier. Vorsicht. Danke. Bitte. Fahren Sie mich bitte zur Hamburger Maschine. Können die Starterlaubnis nicht geben? Unmöglich. Und was mit dem ILS-Gerät? Das ist doch nur eine Navigationshilfe. Bei Regen lasse ich mir das gefallen, aber die Sicherheitsminima sind doch längst unterschritten. Wollen Sie das Leben der Piloten riskieren? Welche Frage, aber irgendwie müssen wir die Chemikalien doch nach Hamburg bringen und die Post auch. Bei diesem Nebel kriegt keine Maschine Starterlaubnis, von mir nicht. Ich muss mit den Treibstoffwerken sprechen. Tun Sie das. Die Pakete sind jetzt bei Ihnen. Na Gott sei Dank. Was denn? Keine Starterlaubnis? Nebel? Na, das kann doch wohl nicht wahr sein. Also wir sind hier mit unserem Latein am Ende. Wir pumpen die Brühe jetzt schon in den Tankwagen. Aber das bringt uns nur höchstens eine halbe Stunde. Für uns ist im Augenblick das Wichtigste das Neutralisierungsmittel. Na, Kosten spielen doch überhaupt keine Rolle. Na, selbstverständlich können Sie den Nebel nicht wegzaubern. Natürlich. Ja. Verstehe. Gut. Danke. Der Nebel reißt auf. Ich weiß nicht, wie lange das hält, aber wir können den Start für eine Weile freigeben. Dann ziehen wir die Maschine nach Hamburg vor. Sie ist startklar. Natürlich. Lufthansa 603, wind 250, 16 knots, Q.
QNH 1001 cleared for runway 23, over. Roger, QNH 1001 runway 23, over. Jetzt könnten Sie es vielleicht gerade noch schaffen mit den Chemikalien. Hoffentlich. Wenn ich die Geschichte von der Nacht erzähle, dann glaubt mir das kein Mensch. Die denken doch alle, ich wollte mich von meinem Kampf drücken. Ach was, keine Bange. Ich möchte mal telefonieren. Lässt sich das machen? Ist es wichtig? Oh, wie man es nimmt. Aber kurz fassen, bitte. Ja, hier Lehmann. Willi? Wie ist es ausgegangen? Ach ja, verloren. Ach, nimm's doch nicht so tragisch. Die Amerikaner haben eben ganz andere Trainingsmöglichkeiten. Na ja, schade, dass ich den Neger nicht boxen konnte. Vielleicht hätte ich sogar einen Unentschieden rausgeholt. Na ja, ich bin heute in Bombenform. Also, bis morgen, Willi. Sie wollten gegen einen Neger boxen? Ja, also, unter uns gesagt. Ich bin eigentlich ganz froh, dass es so gekommen ist. Der Junge aus Übersee sah aus wie ein Tresor, stahlhart und nicht zu knacken. Da hätten sie mit dem Schneidbrenner auch nichts ausrichten können. Ich glaube, der hätte mich auf die Bretter geschickt, ehe ich auch noch richtig aus meiner Ecke raus war. Und da nehmen Sie den Mund so voll? Denken Sie doch an Cassius Clay, der ist damit Weltmeister geworden. Und mit dem Boxen. Ja, wenn Sie es so genau nehmen. So, ich werde mich jetzt auf die Socken machen. In Karlsruhe warten Sie schon auf Ihre Post, sonst ruht da morgen der Geschäftsbetrieb. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Überlaufrohr ist der Höchststand erreicht. Jetzt läuft die Brühe in den Fluss. Jetzt kann es nichts mehr schaden. Alles in allem haben wir eine Verspätung von 22 Minuten. Das werden die Zielflughäfen wettmachen können. Luftpostleitstelle Frankfurt? Ja, Moment bitte. Die Treibstoffwerke Nord, Sie wollen nicht sprechen. Warum? Sie wollen sich bedanken. Die Chemikalien sind gerade noch rechtzeitig eingetroffen. Bin nicht mehr da. Hallo, hören Sie? Der ist gerade weggegangen. Ja, ich werde es ihm ausrichten. Danke, wiederhören. Also bis zum nächsten Mal in diesem Theater. We'll be right back.